stehen in der Netzpolitik im Moment an einem ähnlichen Punkt wie vielleicht vor 30 Jahren im Umweltschutz, wo die Politik nicht begriffen hat, um was es geht, wo ein paar ganz wenige quasi als Avantgarde das Thema gesetzt haben, besetzt haben und in Debatten gebracht haben. Und ich habe das Gefühl, dass heute im Zusammenhang mit der Netzpolitik viele Politikerinnen und Politiker auch einfach ein bisschen überfordert sind und darum brauchen sie möglicherweise ein bisschen Nachhilfe von der Strasse und es ist gut, dass ihr die Nachhilfe bringt. Ich komme heute mit vier Botschaften. Botschaft Nummer 1, nur wenn wir präzise sind, sind wir glaubwürdig. Botschaft Nummer 2, im Kern von unserem Kampf muss aus meiner Sicht oder steht aus meiner Sicht die Sensibilität für Grundrechte. Punkt Nummer 3, es geht ums Internet, aber es geht nicht nur ums Internet, wenn man gegen ACTA kämpft. Und der Punkt Nummer 4, das ist vermutlich der, wo wir nicht alle einig sind. Ich bin überzeugt, wir können den Kampf gegen Zensur und Schnüffelei, kommerzielle und staatliche, nur zusammen mit den Kulturschaffenden und nicht gegen die Kulturschaffenden gewinnen. Zum Ersten. Yes. Unser Widerstand, glaube ich, kann nur dann breit überzeugen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir präzise sind. Einer von Skandalen von dem Abkommen ist ja, wie unpräzise dass es verfasst ist. Wie die vermeintlichen Garantien für Grundrechte eigentlich gar keine wirkliche Garantie sind. Und wie die Massnahmen, die man sollte können unternehmen sollte, wie die alle sehr unpräzise gefasst sind. Es ist so, das Abkommen, das heute zur Debatte steht, ist eine Light-Version im Vergleich zu dem, was ursprünglich einmal zur Debatte gestanden ist. Es ist auch so, und ich denke, es ist wichtig, dass man das sagt, in der Schweiz würde ACTA im Bereich der Urheberrechte wenig bis gar nichts ändern. Aber es hätte in anderen Ländern wesentliche Auswirkungen und es hat in anderen Bereichen, auch in der Schweiz, wesentliche Auswirkungen. Ich glaube, wir schulden es der Auseinandersetzung, dass wir präziser sind als das Abkommen. Und ich denke, das macht uns glaubwürdig. Es gibt genug Gründe, um dagegen zu sein, ohne dass man muss irgendwelche Schauermärchen erzählen muss. Yeah. Punkt 2. Sensibilität für Grundrechte ist leider in unserer Zeit heute viel, viel zu klein. Heute redet man von einem Krieg gegen Produktepiraterie und in meinen Augen klingt das quasi wie ein Echo auf den Krieg gegen den Terrorismus, den wir ja nur zu gut kennen. Und wir müssen klar machen, wenn die Politik von Krieg redet, dann ist das nicht einfach nur eine rhetorische Formulierung. Wenn man von Krieg redet, dann passiert das immer mit Absicht. Und die Absicht dahinter ist die, dass ein Krieg eine Situation ist von höchster Bedrohung, die es rechtfertigt, dass man auch die Grundrechte einschränkt. Und wenn wir von einem Krieg gegen Produktepiraterie reden, dann versuchen wir, eine Situation zu schaffen, wo man auch die Verletzung der Grundrechte rechtfertigen können. Ich sage, unser Rechtssystem kennt Prozessgarantie, es kennt einen Schutz von Grundrechten und es gibt überhaupt keine Not, das aufzuheben. Das ist ja abgesehen davon auch der Grund, warum Amnesty International auf internationaler Ebene die EU aufgefordert hat und die Schweiz ist da sicher mitgemeint, das Abkommen nicht zu unterzeichnen, weil die Grundrechtsgarantie im Text eine Täuschung sind. Ich zitiere aus dieser Medienmitteilung. Amnesty International is concerned about ACTA's vague and meaningless safeguards. Instead of using well-defined and accepted terminology, the text refers to concepts such as fundamental principles and even invents the concept of fair process, which currently has no definition in international law. Das heißt nichts anderes, als man versucht quasi Pseudo-Grundrechtssprache in dem Abkommen festzuschreiben, um den Protest ein bisschen
vermeintlich den Segel aus dem Wind zu nehmen, aber alles das sind Konzepte, die nicht die richtigen Konzepte von Grundrecht sind, die international definiert sind. Ich meine, es braucht Widerstand gegen Hausdurchsuchungen, sei das digital via Bundestrojaner oder physisch vor Ort, solange es keinen begründeten Verdacht gibt. Und es braucht auch Widerstand dagegen, dass Internetprovider die Kommunikation von ihren Kundinnen und Kunden auf Vorrat überwachen. Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Jawohl! Der dritte Punkt, und das finde ich noch wichtig, vor allem weil wir ja da eben jetzt vor allem aus dem Piratenumfeld Leute sind. ACTA betrifft nicht nur das Internet, sondern im Gegenteil, es geht wesentlich über verschiedene andere Regulierungen raus, die im Bereich der Produkte, von normalen physischen Produkten im Rahmen der WTO bis jetzt verhandelt worden sind. Und ich finde es bezeichnend, dass eine Organisation wie die Erklärung von Bern, die sich vor allem um Entwicklungsländer kümmert und um ihre Rechte, dass die auch Proteste angemeldet hat, sie haben geschrieben, und man nimmt den Kampf gegen Medikamentenfälschungen zum Vorwand, dass man eben Generika bereits beim Grenzübertritt, beim Exportieren oder Importieren in Europa könnte beschlagnehmen. Und das heisst, dass das eben nicht eigentlich nur darum geht, die kommerziellen Interessen, Markeninteressen zu sichern, sondern es geht auch darum, das berechtigte Interesse von Entwicklungsländern, dass sie mit Generika können, günstiger gegen gesundheitsgefährdende Seuchen oder gegen AIDS-Behandlungen anbieten, dass man das Interesse kaputt macht. Und ich verstehe es nicht, wie man den Zoll quasi zu einer Netzpolizei machen kann, dass der Zoll quasi mit Steuergeldern die Gewinninteressen der internationalen Pharmakonzerne durchsetzt. Also es gibt auch außerhalb vom Internet gute Gründe, gegen ACTA zu sein. Und last but not least, eine wichtige Message, was mir richtig ist, auch in dem Zusammenhang zu sagen, Piratinnen und Piraten, meine Überzeugung ist, der Kampf gegen ACTA, der Kampf gegen Zensur, der Kampf gegen Schnüffelei, das kann man nur zusammen und nicht gegen die Kulturschaffenden gewinnen. Da haben wir schwierige Debatten im Zusammenhang mit dem Urheberrecht, wo ich glaube, wo wir nicht alle einer Meinung sind, respektive ihr, mit mir vielleicht nicht überall. Ich glaube, wenn man das verständliche Feindbild der Medienkonzerne bemüht, dann nachher läuft man manchmal auch Gefahr, dass man das Kind mit dem Bad ausschüttet. Dass man am Schluss die Kultur-KMUs, sage ich jetzt mal, die einzelnen Kulturschaffenden existenziell bedroht, die heute noch davon leben, dass es Urheberrecht gibt und die halt in einer Gesellschaft, die durch kapitalistische Verwertungsmechanismen bestimmt ist, auch nicht können, einfach nur vom Genuss leben, sondern am Schluss Batzeli brauchen. Die wenigsten werden reich und die Idee, sie plündern andere aus, ist in dem Zusammenhang falsch. Und ich glaube, ihr wisst ja eigentlich, um was es geht. Wie wichtig das beispielsweise Copyright ist, das wissen ja die Vertreter von der freien Software selber am besten. Copyleft ist ja genau ein Konzept, wo man eben Mechanismen von Copyright nützt, um Privatisierung von geistigem Eigentum zu verhindern, um zu verhindern, dass das, was eine Community geschaffen hat, plötzlich von Grosskonzernen kommerzialisiert werden kann. Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir mit Augenmaß führen müssen. Und wenn schon, glaube ich sicher, geht es nicht darum, das Urheberrecht abzuschaffen, sondern wenn schon, geht es darum, das Urheberrecht zu überwinden, zu neuen Formen von gemeinsamem Eigentum an kulturellen Werken zu kommen. Was sicher ist, und ich komme zum Schluss, es braucht Widerstand und es braucht lauten Widerstand, damit ACTA nicht länger totgeschrieben werden kann.
Ich hoffe, der Schrei wird gehört, wird multipliziert über das Netz, über die anderen Medien. Weil wesentlich ist für mich, dass keine Parlamentarierin, kein Parlamentarier in Bern oben nachher Ja sagt zu dem Abkommen. Einfach nur darum, weil sie oder er nicht weiss, was drin steht. Unser Protest zeigt wirklich, wenn man Deutschland anschaut, wenn man Polen anschaut, wenn man Tschechien anschaut, wenn man Lettland anschaut. Alle haben die Ratifizierung aufs Eis gelegt. Und ich hoffe, dass unser Protest in der Schweiz auch genug stark ist, dass wir von einem Land, das mitgeholfen hat, das Abkommen überhaupt anzuschieben, auch zu einem Land uns entwickeln können, das mithilft, es wieder zu beerdigen. Yeah!